Ja, die sind doch so zusammengewürfelt. Ich hab da genug Platz drin. Ich hab da überhaupt keinen Platz drin. Das sind ein paar Reisschüsseln sind das. Quatsch. Ohne Spaß. Leute, BMW ist geil. Aber Audi ist geiler. Zum Glück fahre ich bald Mercedes. Ja. Ich finde Mercedes halt voll die Opa-Auto. Voll die Opa-Marke. Ja, von dem Image kommen sie im Moment auch nicht runter. Das kam auch in den Nachrichten letztens. Die haben zwar die S-Klasse aufgemotzt, aber es läuft halt nicht. Ist halt Opa-Marke. Ich finde die auch nicht schön. Nee. Aber letztendlich ist alles Geschmackssache und jeder kann machen, was er will. Ne? Richtig. Ach, jetzt verschiebe ich das um eins. Ja, das ist ja klasse. So, jetzt reiße ich mal hier wieder alles ab. Na toll, ich wollte da nicht runterfallen. Kein Glück heute irgendwie. Komm auch nicht voran, richtig. Bin die ganze Zeit hier am Muckeln, aber... Okay. Weiß auch nicht. So. Ne, das kann alles bleiben. Das muss alles weg. Richtig ärgerlich. Naja. Ich bin gespannt, was ihr zu den ganzen Themen sagt. Schreibt es wie immer in die Kommentare. Auch wenn es dann trotzdem nur 3 Leute machen. Ich sag das immer wieder. Ich bleib dabei. Es geht ja ums Prinzip, ne? Ja. Ich bleib dabei. Ich werde das hier immer weiter sagen. Wir freuen uns ja auch über 3 Kommentare. Ja. So ist es nicht. Doch, so ist es. Ja, ich meine, so ist es nicht, dass wir es nicht tun würden. Weißt du? Man, das ist doch so ein Spruch, sagt man doch so. Sagt man das so? Ja. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß es. Danke. Kein Ding. Ja, wie geht's dir denn? Och, man schlägt dich so durch, ne? Bei dir ist doch was Neues. Willst du davon nicht erzählen? Was ist denn bei mir Neues? Na, so zukunftsmäßig. Ja, meine Zukunft wird rosig. Ja. Ich werde 2 Kinder machen und eine Frau finden. Also andersrum. Erst eine Frau finden und dann 2 Kinder machen. Ja? Ja. Das ist halt der Plan, ne? Okay. Und deiner Sohn? Fertig studieren? Ja gut, das kann jeder. Jeder kann fertig studieren? Ich glaube nicht. Aber, Also ich könnte das. Ja, das möchte ich auch nicht bestreiten. Oh shit, das muss ja auch noch alles weg. Coolen Job finden, Freundin, Frau, das ist ganz klar, will jeder. Aber das meinte ich gar nicht bei dir. Na, das kann bleiben. Das muss noch weg, ne? So. Na gut, dann nicht. Sind sie alle neugierig? Gucken, ob sie nachher fragen. Bestimmt. Aber du möchtest nicht drüber reden. Mal gucken. Wenn die Zeit reif ist. So. Oh, ich finde, ich habe das hier ganz cool gebaut. Ich glaube, du musst gleich mal kommen, gucken kommen. Sehr gerne, aber ich habe hier gerade keinen Bock mehr auf die Mauer. Ich glaube, den Zuschauern zumindest auch mittlerweile aus. Also, der Anfang ist gebaut, weißt du? Ja. Ich brauche da noch. Ich hatte doch bestimmt mehr Kabel. Wo ist denn der ganze Kabelstone hin? Ja, geil. Ich komme mal rüber zu dir. Ja, komm mal kurz rüber zu mir. Ich möchte deine Meinung hören. Sehr gerne. Ich komme da gerade nicht rüber, ey. Boah. Nicht mein Tag heute. Gar nicht mein Tag. Hast du hier ein Bild hingehangen? Ja. Schon länger oder heute? Heute. Ah. Ja, aber
Nur drei Zellen oder? Ne, hier geht's dann weiter, ne? Das sollen Gänge werden. Ich habe halt nur keine Bricks mehr gehabt zum Abtrennen. Hier. Die waren eigentlich für die Mauer, aber was soll's. Jolo. Ja, ich denke, das wird schon. Du machst das schon. Du bist hier der Verliesmann. Ich find's gut. Aber ich finde den Eingang hier noch ein bisschen langweilig von außen. Das hat alles nur Kabel. Es sollte auch ein bisschen rustikal wirken, um ehrlich zu sein. Ja, aber das finde ich langweilig. Da müssen wir nochmal ran. Aber das kann ja noch keiner werden. Können wir von außen auf jeden Fall noch cool designen. Ja, okay. Was mache ich denn jetzt? Erstmal was essen. Ich habe gerade richtig Bock auf so eine Let's Battle-Folge. Auf eine aufzunehmen und so. Okay. Aber die ganzen Jungs schlafen. Schade. Gehe ich mal stark von aus um 3.45 Uhr, eigentlich 4.45 Uhr. Ja, stimmt. Davon sollte man wirklich ausgehen. Ja. So, ich glaube, ich möchte den Weg hier zu den Zellen, also die drei Gänge, möchte ich den Weg mit Cleanstone haben. Das finde ich ganz geil. Mach doch. Wird schon wieder dunkel. Das macht nichts, da kann ich mit leben. Boah, ich werde jetzt. Also die Mauer ist jetzt erstmal. Habe ich jetzt erstmal keinen Bock mehr drauf. Wie immer. Wie immer? Ich bin der Einzige, der daran arbeitet. Du machst ja nie was. Zu Recht. Wie zu Recht? Warum? Mauer bauen kann ich nicht. Doch, habe ich doch schon vordesignt. Du musst es einfach nur nachmachen. Total einfach. Aber aufwendig. Siehst du, aufwendige Sachen kann ich nicht. Red dich da nicht raus. Ich werde dich da auch noch zu bringen. Obwohl, wir hatten ja eigentlich schon mal gesagt, dass wir das vielleicht mal offscreen machen werden, ein bisschen, damit es nicht zu viel wird. Beziehungsweise in so einer Speed-Folge, wo wir richtig Gas geben. Gas. Oh Gott. Lass den doch mal aus dem Spiel, ey. Vor allem bei dem Thema. So. Ich habe mich heute richtig... Also wir waren ja eben gerade bei Burger King. Mhm. Ich hab mich richtig über die Kassiererin aufgeregt. Warum? Ey, weil das so... Yeah. So mega gelangweilt. Ja, das war sie. Boah, ey, da krieg ich... Könnte ich kotzen. Ich meine, tut mir leid, dass sie total wenig und total unterbezahlt ist, aber dann, weiß ich nicht. Soll ich es so machen, dass ich mich nicht total drüber aufrege, wenigstens. Oder? Ja, das stimmt. Aber so ging es mir dann früher auch. Ja, aber ich meine, ist halt euer Job. Oder war dein Job. Oder ist jetzt ihr Job. Oder was auch immer. Außerdem habe ich dich immer bevorzugt behandelt. Das stimmt. Da konnte ich mich nie beschweren. Siehst du? Alles cool. Läuft. Ich mach grad mal hier so einen kleinen Weg hin. Wo soll der hinführen? Von der Treppe bis zu dem Weg da vorne bei der Bäckerei da ungefähr. Okay. Dass wir doch mal vernünftig langrennen können. Wird dieser Weg ein leichter sein? Nee, ganz schwerer und steiniger Weg. Oh. Ganz, ganz steinig. Okay. Oh, da ist ein Barrett. Pass auf, ich save dich mal von den Zombies hier. That's so kind of you. Was bin ich? Was für ein Kind. Oh, jetzt reicht das noch nicht mal, ey. Ich hab hier noch Gravel am Mann. Warte, okay, ich mach gut. Das fertig. Hier richtig schön... Papierchen könnten wir hier pflanzen, ne? Und hier passt eigentlich noch ein schönes Häuslein hin. Was willst du pflanzen? Blümchen. Und hier passt auch noch wunderbar ein Häuschen hin. Und da passen noch Häuschen hin. Hier passen noch richtig Häuschen hin. Oh, guck mal, ein Ledermann. Alter, der hat voll viel. Down. Alter, hat er viel fallen lassen. Was denn? Geil. Heiß, heiß. Oh! Oh. Das machst du weg. Nee, das machst du weg. Bin ja quasi wieder weg. Schon. Ich bin auch weg. Tschüss.
Gut, dann bleibt das Loch da jetzt. Ja. Wieder. Warum? Mach das weg da hinten. Nein, mach ich nicht. Mach es weg. Nein, mach ich nicht. Stell dich nicht so an jetzt. Ich stell mich an, wo ich will. Ich hab dich da schließlich noch vor gerettet. Außerdem hat er dich anvisiert und angeguckt und nicht mich. Ja und? Ich geh jetzt mal was essen auf den Schock. Wo bist du denn jetzt? Ich dachte, du wolltest hier weitermachen. Wo weitermachen? Bei den Verliesen. Wie gesagt, ich esse jetzt erstmal was. Na gut. Ah, dann warte ich. Worauf? Auf nichts. Was hast du jetzt gemacht eigentlich? Naja, nichts. Noch nicht so viel? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das weiterbaue. Okay. Was sagst du eigentlich zu der Mauer? Also, Speed-Folge, einfach komplett offscreen einen Teil machen, oder? Ja, einen Teil offscreen machen, würde ich aber sagen. Aber ich weiß nicht, es ist halt... Dann ist man nicht so stolz drauf, das mag ich irgendwie nicht. Vor allem die Leute dann nicht, oh Gott, oh Gott. Ja, wieso ist man da nicht stolz drauf? Ja, wenn man es nicht so alles miterlebt hat und so, und wenn man es nicht komplett wirklich gebaut hat und so, dann ist es doof. Ich meine, deswegen machen wir ein LP. Man kann es ja wirklich etappenweise. Wir machen erstmal weiter. Wird halt eine fette Stadt. Das dauert halt. Ja, genau. Also irgendwann müssen wir auf jeden Fall eine zweite Staffel machen von Minecraft. Ja. Und dann will ich hier einfach mit nichts weg und irgendwo wieder neu anfangen. Naja, ein Holzschwert nehme ich mit. Ja, meinetwegen. Und dann, dann machen wir irgendwie ein cooles, keine Ahnung, Wikingerdorf oder was auch immer. Ein Piratendorf. Piratendorf. Geil, oder? So ein Piratennest, Alter. Ja, finde ich nicht verkehrt. Wobei ich glaube, ich hätte mehr Bock auf den... Ja, doch, Piraten finde ich auch nicht verkehrt. Ne, so von wegen, ich lass dich Kiel holen, du Arschkrampe. Ja. Mit Stahlbart, Captain Stahlbart. Arr. So, ich würde das jetzt hier erstmal ein bisschen ausleuchten. Apropos, wusstest du eigentlich, dass Gothic 1, ne? Ja. Wusstest du, dass Diego schuld daran ist, dass wir niemals den Namen des Helden in Gothic 1, 2, ja. 3 Weil er erfahren? Ihn unterbricht, ja. Weil er ihn unterbricht. Aber es ist nicht nur Diego, es machen ganz viele immer im Spiel. Nein, nein. Klar. Nein. Wer denn noch? Das machen viele. Wer denn noch? Ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber auch viele normale NPCs. Du bist sicher recht. Natürlich. Kann sein, dass Xala das auch hat. Und Xala sagt dann, das ist mir egal, wie du heißt, ist unwichtig. Ja, genau, das sowas. Juckt mich auch nicht. So à la Xalas halt, weißt? Ja. Der macht das halt gerne. Der ist halt auch cool. Warum spawnt hinten Zombies? Es ist alles ausgeleuchtet. Hier kann nichts mehr spawnen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es liegt nicht nur noch am Licht. Es liegt doch irgendwie daran, ob ein Dach drüber ist. Tageszeit wahrscheinlich. Kann aber nicht wahr sein. Sieht da auch noch aus wie Thaddäus.